Ich mache heute Work mit einem Satz, den ich vor vielen Jahren geglaubt habe. Und ich gehe zurück in die Situation, wo ich im Türrahmen gestanden bin und mein damaliger Freund mir gesagt hat, dass er nicht mehr mit mir zusammen sein möchte. Er sagte, ich liebe dich zwar, aber ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Und in dieser Situation habe ich geglaubt, er sollte mich lieben. Und den überprüfe ich jetzt mit den 4 Fragen von Val und Katie. Er sollte mich lieben. Ist das wahr? Ja. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? Er sollte dich lieben. Es ist besser für dich, wenn er dich liebt. Es ist besser für ihn, wenn er dich liebt. Vielleicht auch für andere Menschen. Kann ich das wirklich wissen? Nein. Wie reagiere ich, wenn ich glaube, er sollte mich lieben in dieser Situation damals? Total frustriert, zornig. Hier brennt es in der Brust und es drückt im Hals. Tränen laufen über mein Gesicht. Ich bin total traurig, verzweifelt. Ich beschimpfe ihn. Ich stelle in Frage, was er sagt. Ich höre mich sagen, das stimmt doch gar nicht, ist doch Quatsch, du liebst mich doch. Woran liegt's? Ich kann anders sein, ich werde anders sein, sag's mir. Ja, und ich sehe mich dort völlig aufgelöst stehen in der Tür. Weinend, tobend, beschimpfend. Überhaupt nicht zuhörend. Und eine tiefe Verzweiflung ist in mir. Eine tiefe Traurigkeit. Und ich erinnere mich an all die anderen Male, wo eine Beziehung nicht geklappt hat. Und in Zukunft sehe ich mich ganz allein. Mir kommen so Gedanken wie, schon wieder ich, irgendwas ist falsch an mir, mit mir. Ich habe doch eh alles getan. Also ich merke, dass ich mich so richtig wie ein Opfer fühle und auch so benehme. Wenn ich das so beobachte, würde ich mal sagen, ich bin nämlich so wie 14, 15, wo ich das erste Mal verliebt war oder es zumindest gedacht habe, dass das Verliebtsein ist, was ich gefühlt habe, und er wollte nicht. Eigentlich hat mich wahrscheinlich gar nicht bemerkt, weil ich habe ja nichts gesagt. Und so fühle ich mich, ja, wie so eine Jugendliche. Und ich merke auch, dass ich überhaupt nicht bei mir bin. Ich bin nur in seinen Angelegenheiten, will ihn überzeugen, versuche zu interpretieren, wie er fühlen könnte, was dahinter sein könnte. Ich fühle mich total leer. Wenn diese Wut und dieser Ärger und dieser Zorn nicht wäre, würde ich total leer sein in dieser Situation. Und es zieht mich total runter.
Frage 4. Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Er sollte mich lieben in derselben Situation. Ohne den Gedanken würde ich so ein tiefes Gefühl von es ist alles in Ordnung haben. Ich würde ganz ruhig durchatmen. Tief durchatmen. Ruhig sein. Zuhören. Nachfragen. Ihm dankbar sein, dass er es mir persönlich sagt. So ehrlich und so liebevoll. Und ich würde dankbar sein für die Zeit, die wir miteinander hatten. Und würde eher das Schöne erinnern. Und würde auch sehr positiv in die Zukunft gucken. Weil ich wieder ein Stück weitergekommen bin, nochmal genauer weiß, was ich will, was ich nicht will. Ich merke gerade, dass ich ohne den Gedanken auch gespürt hätte sofort, dass ich ja auch nicht 100% mit ihm zusammen sein will. Also genauso wenig wie ich 100% für ihn war, war er 100% für mich und ich konnte auch nicht wirklich Ja sagen. Ich habe es nur so getan. Ich würde auch merken, dass ich mich sehr verstellt habe und würde sagen, danke, dass du mich endlich wieder zurückholst zu mir selbst oder mir die Möglichkeit gibst, dass ich wieder zurückkomme zu mir selbst. Ich würde einfach dastehen, ihn vielleicht sogar in den Arm nehmen, ihm einen Kuss auf die Wange geben und sagen danke. Und es wäre alles okay. Ich würde mich sehr erwachsen fühlen, sehr sicher und ich würde mich gut finden. Ich würde nicht denken, dass es mit mir zu tun hat, dass ich falsch bin oder was auch immer, weil er nicht mit mir zusammen sein will, sondern ich würde einfach nachfragen, warum genau, und ich wusste es ja eigentlich schon, weil er hat es ja schon öfter vorher gesagt und dann würde ich es einfach wissen, okay, wir haben andere Vorstellungen von Beziehung. Und deshalb will er nicht mehr mit mir zusammen sein. Hat nichts mit mir zu tun, mit mir als Frau. Hat nichts mit meinem Wert zu tun. Ja, und das wird sehr, sehr gut sich anfühlen. Okay, ich drehe den Gedanken jetzt um. Er sollte mich lieben, er sollte mich nicht lieben. Ich suche jetzt ein Beispiel. Er sollte mich nicht lieben. Ja, wie ich schon gerade sagte, weil er oft gemeint hat, er will was anderes, er will frei sein, er will nicht monogam sein, er will sich nicht binden. Und er wollte auch nicht dieses spießige Leben, das ich damals wollte, mit gemeinsam essen und einkaufen und ja, vielleicht zusammenziehen, Urlaub planen. Nee, das wollte er nicht. Deshalb sollte er mich nicht lieben. Zweites Beispiel, er sollte mich nicht lieben. Ja, damit ich endlich lernen darf, dass mein Selbstwert nichts damit zu tun haben sollte, ob mich jemand liebt oder sagt, dass er mich liebt. Mein Selbstwert, mein Wert als Frau sollte nichts damit zu tun haben, dass ich mit einem Mann zusammen bin. Sollte völlig unabhängig sein davon. Und das durfte ich lernen. Durch ihn unter anderem. Und er sollte mich nicht lieben. Damit ich heute hier sein kann. Ja, wenn ich mit ihm zusammen wäre, wäre ich nicht hier. Ja. Er sollte mich nicht lieben. Danke. Ich sollte ihn lieben. Zweite Umkehrung. Ich sollte ihn lieben, weil ich es getan habe in dem Moment.
und vielleicht teilweise noch immer tue. Ich sollte ihn lieben, weil es sich total gut anfühlt, ihn zu lieben. Ich sollte ihn lieben, weil er so ehrlich ist zu mir in dieser Situation und weil er so freundlich und liebevoll ist und so gut, wie es ging, darauf geachtet hat, dass er mich nicht verletzt. Und sogar dazu gesagt hat, er liebt mich. Und sogar dazu gesagt hat, es liegt nicht an mir. Ich sollte ihn lieben. Für das und für vieles mehr. Es stimmt. Stimmt viel mehr, als dass er mich lieben sollte. Weil wenn ich so leer bin und von ihm so viel brauche, dann hilft es mir gar nichts, ob er mich liebt oder nicht. Oder nicht viel hilft es mir. Aber wenn ich ihn liebe, dann hilft es. Und natürlich dritte Umkehrung, ich sollte mich selbst lieben. Das ist natürlich das Wahrste, die wahrste Umkehrung. Ich sollte mich selbst lieben in dieser Situation. Gar nicht erst auf die Idee kommen, dass was falsch sein könnte mit mir, sondern zu mir sagen, wow, jetzt darf ein anderer kommen. Einer, der vielleicht sogar noch besser passt. Oder ich darf endlich mich weiterentwickeln und noch unabhängiger sein in der Beziehung und dadurch auch eine bessere Beziehung zu haben. Ich sollte mich lieben, damit ich mich nicht so aufführe wie so ein kleines Mädchen, sondern souverän bleibe, erwachsen bleibe und freundlich bleibe zu mir und zu ihm. Ich sollte mich lieben. Ich sollte mich lieben in solchen Situationen, damit ich nicht leide und nicht wochenlang trauere und frustriert bin und wütend bin und verunsichert bin, sondern ich sollte mich lieben und mit diesem Gefühl rausgehen in die Welt, weil ich da nicht einsam bin, obwohl er sich trennt, weil ich nicht denke, dass es nie wieder einen gibt für mich, nur weil er jetzt nicht mehr will, sondern ich würde bei mir bleiben, zu mir kommen zuerst mal und dann bei mir bleiben, mich gut fühlen, ja, und wissen, dass es viel, viel besser ist für mich, nur eine Beziehung zu haben, wenn es beide auch wirklich so wollen und dass Alleinsein auch nicht schlimm ist. Ich würde mich nicht mehr klammern oder nicht so dranhängen. Und das alles durfte ich auch in dieser Situation lernen. Mich zu leben, unabhängig davon, ob es ein anderer gerade tut. Ja, das ist das Wahrste. Ich spüre gerade eine große Dankbarkeit. Wenn du auch Lust hast, durch The Work begleitet zu werden oder The Work zu lernen oder auch vielleicht The Work in deine Arbeit einbauen möchtest und auch mit Klienten oder anderen Menschen The Work machen möchtest, dann guck einfach auf meine Seite www.eva-nitschinger.de. Viele von uns bieten wundervolle Seminare an im gesamten deutschsprachigen Raum, natürlich auch weltweit, meist englischsprachig, aber hier im deutschsprachigen Raum auf Deutsch. Und wenn du Lust hast, komm einfach mal und steig ein in The Work oder vertiefe deine Kenntnisse über The Work. Und du siehst, man kann es auch ganz alleine machen. Ich brauche niemanden mehr dazu. Ich stelle mir selbst die 4 Fragen. Bei Frage 3 auch noch einige Unterfragen, um noch tiefer zu gehen, um noch genauer zu gucken, was ich noch sehen kann in dieser Situation. Und die Umkehrungen mache ich und suche die Beispiele und die machen frei. Frei, erwachsen, sicher, ja, und glücklich meistens. Oder sie zeigen, welches innere Kind einfach noch sehr, sehr verzweifelt ist. Und dann kann ich mich um dieses innere Kind kümmern. Denn ich bin drauf gekommen, dass es wirklich meine Aufgabe ist, sich um meine inneren Kinder zu kümmern. Und nicht die Aufgabe des Mannes.